Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Commentary. Und zwar seht ihr im Hintergrund, ich weiß noch gar nicht, muss ich erst erspielen, irgendein Gameplay. Ich möchte heute wieder über ein Thema reden, das mich persönlich echt sehr schockiert hat. Wahrscheinlich weiß es bisher jeder. Und zwar die Sache mit Charlie Hebdo. Und ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, um was es geht. Also, es gibt in Frankreich ein, zum Beispiel wie bei uns hier die Bild, so ein Zeitungsformat, das vielleicht ein bisschen mehr auf schwarzen Humor ausgelegt ist und so weiter. Und die haben halt so quasi rassistische Cartoons gemacht und die sind halt sehr, 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 sehr bekannt dafür anscheinend, dass die oft so provokante Zeitungs-Comics machen. Und der Verlag hieß eben Charlie Hebdo, soweit ich informiert bin. Und das Krasse dran ist jetzt, dass am 7., glaube ich, am 7.01.2015, also vor genau 2 Tagen, ich nehme das hier tagesaktuell auf, also am 9., gab es einen Anschlag, wo 2 Leute, ich glaube 11 Leute getötet haben und 10 verletzt waren. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall haben also das Gebäude, wo dort alles besprochen wird und so weiter, quasi der Hauptsitz von der Zeitung, haben die gestürmt und haben die quasi bombardiert. Und das waren eben Leute, die das nicht verkraftet haben, was da in der Zeitung stand. Und ich muss sagen, das fand ich so schrecklich. Es gibt da YouTube-Videos, wo man einfach sieht, dass die Leute erschossen wurden. Und das ist echt krass. Vor allem, weil ich da noch eine Woche davor war. Ich war einfach noch am 28. Dezember letzten Jahres, war ich noch dort. Wahrscheinlich genau auf dem Platz, wo das passiert ist. Und dann werden da irgendwelche Leute erschossen und was weiß ich. Ich weiß nicht, wie, keine Ahnung, also ich fand den Urlaub dort mega cool und dass sowas da jetzt passieren muss, das finde ich einfach nur schlimm. Also ich bin irgendwie sprachlos, warum man wegen einem Humor, den vielleicht nicht jeder versteht, gleich so extrem sein muss, dass man deswegen Leben opfern muss, dass man deswegen Leute tötet. Also das ist eine Sache, wo ich sage, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Kein Menschenleben ist irgendwie unter irgendwie einem Scherz oder einem Zeitungsartikel. Man kann kein Menschenleben dafür opfern, dass man einen doofen Zeitungsartikel geschrieben hat. Das ist so eine Sache, die ärgert mich furchtbar und anscheinend sind jetzt noch 3 weitere Anschläge geplant von so einer Terrorgruppe und ich muss sagen, keine Ahnung, also ich persönlich finde das mega schlimm. Ich weiß auch gar nicht, wie es mit dem Verlag jetzt weitergeht, ob der weitermacht oder nicht. Auf jeden Fall hat er auf die Seite gepostet, Jesuis Charlie, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, tut mir leid dafür. Das wird auch derzeit auf Twitter überall verbreitet. Also das ist ein Hashtag, der einfach gerade echt um die Welt geht. Ich muss sagen, ich finde das echt extrem schlimm. Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der überhaupt nichts gegen Ausländer hat. Aber ich bin halt auch so jemand, ich betreibe gern schwarzen Humor, weil ich einfach schwarzen Humor habe. Ich habe Freunde, mit denen kann ich mich super darüber unterhalten. Wir scherzen gegenseitig, aber ich würde niemals in meinem Leben ernsthaftig sagen, diese scheiß Ausländer oder diese Ding oder so, wisst ihr? Man macht halt so einen schwarzen Humor, versteht vielleicht nicht jeder hat den, aber da muss man sich auch mit diesen Personen nicht abgeben. Ich mag halt, es gibt halt Leute, die stehen eher so auf normale Witze. Ich habe ja auch nichts gegen die. Ich mag auch Flachwitze mega gerne und ich mag halt aber auch genauso gerne den schwarzen Humor, weil das einfach sowas ist, wo, keine Ahnung, das ist halt einfach
echt extrem teilweise, aber umso witziger deshalb. Aber niemals würden wir so einen schwarzen Humor ernsthaft meinen, niemals böse meinen. Und ich denke mir dann immer so, ich denke mir dann echt immer so, was ist, wenn ich da als Passant gegangen wäre? Was wäre dann gewesen? Hätten die dann auch auf mich geschossen, weil ich vielleicht ein Augenzeuge gewesen wäre? Ich muss sagen, ich finde das einfach nur zu krass. Das hat mich echt mehr als erschüttert und ich war echt ein bisschen geschockt, weil, keine Ahnung, also von Paris hätte ich das irgendwie davor gehört, dann hätte ich mich vielleicht auch nicht so auf den Urlaub gefreut, wie ich mich gefreut habe. Aber ich muss sagen, mich persönlich hat es echt erschreckt. Also das war so eine Nachricht, wo ich echt sagen musste, so, puh, da musste ich echt mal runterschlucken, weil ich fand das schon echt heftig. Wie gesagt, ich finde, Paris ist noch immer eine super tolle Stadt und ich würde auch auf jeden Fall wieder dorthin fahren, aber ich würde jetzt erstmal ein bisschen abwarten, bis sich die ganze Sache wieder gelegt hat, weil sowas ist echt, echt schlimm. Solche Leute, die andere Leute töten für so einen Schwachsinn. Für so einen Schwachsinn. Diese Leute, finde ich, sollten einfach die gerechte Strafe bekommen und für immer weggesperrt werden. Ist meine Meinung. Ihr könnt mir gern eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich will auf dieses Video auch gar keine Likes oder sowas, sondern das ist einfach nur meine Meinung, die ich mitteilen wollte, weil das echt irgendwie in meinem Bauch lag, weil ich denke immer so, eine Woche, stell dir vor, das wäre eine Woche davor passiert, dann was wäre dann gewesen, wenn wir dort gewesen wären? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Es kommt heute wahrscheinlich auch noch ein normales Video. Ach, Drave müsste eigentlich auch kommen. Hab das nämlich gestern nicht mehr geschafft, weil ich noch an was anderem großen geschnitten habe. Aber ich hoffe mal, dass Drive heute wieder kommt. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann hat es euch gefallen. Wie gesagt, ich möchte hier drauf auch gar keine Likes haben. Vielleicht stelle ich auch die Bewertungen aus, ich weiß es gar nicht. Aber das war mal jetzt ein sehr ernstes Thema. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute. Haltet die Ohren steif und ciao.